Recht herzlich willkommen zur 239. Folge vom Towns. Ja, letztes Mal hatten wir darüber gesprochen, dass wir hier noch zum Beispiel ausgraben wollen und so weiter und so fort, ne? Das wird noch ein bisschen dauern. Jetzt müssen wir gerade gucken, sind wir jetzt in der Pause oder spielt's? Jetzt sind wir in der Pause, die Wellen laufen nicht. So, jetzt sind wir richtig. Ja, hier ist noch eine Ecke zum Beispiel, ne? Dazu wühlen wir alle mal ein bisschen durch. Da müssen wir dann irgendwann mal gucken, dass wir noch da runterkommen. In die letzte Etage. Wo ist denn dieses eine Monster? Ist das noch da oder ist es kaputt? Ne, das haben wir wohl jetzt auch erwischt, ne? Das ist ja hier der Geist schon gewesen. Das hatten wir ja letztes Mal schon. Hier unten ist auch noch einer am Rennen. Da ist ein Held. Sieht er den? Ne, ist vorbeigelaufen. Schade. Jo. Wo läuft er lang? Da läuft er lang. Hier, okay, da haben wir noch was. Aber wir haben überhaupt keinen Bauarbeiter. Kann das sein? Doch, da waren wir schon richtig. Wir haben keinen Bergmann. Das ist unser Problem gerade. 17, 11, 6, 7. Nehmen wir einen beim Essen weg. Jobgroup, Bärmann. So, da haben wir da wieder einen. Dann kann da auch einer runterlaufen und kann das mal gerade erledigen. Puh, hier ist ja auch noch was zu entdecken. Vielleicht macht das ja ein Held, der da nochmal um die Ecke guckt. Und sonst, was machen wir sonst? Treppe ist da. Ich würde dann auch sagen, wir können mal hier schon mal vielleicht dicke Leiter machen. Gucken, wie es da weitergeht, oder? Ist nur die Frage, wann es gemacht wird, ne? Wird wahrscheinlich ewig dauern. Ja. Da kommt jemand und macht was. Das muss ja der Bärmann sein, ne? Oder er holt Knochen, das geht ja auch noch. Ist der Händler wohl noch da? Ja, da oben sieht man es ja. Und sind noch reichlich Knochen zu holen. Mal schauen. Ja, der dreht jetzt gleich um, weil er... Oh, er dreht nicht um, sondern wird gleich hier sterben wahrscheinlich. Hat sich da hinten irgendwo einen Knochen weggeholt oder was? Ach, das ist der Bärmann, der hätte halt abbauen wollen. Okay. Und, wer gewinnt? Beide sind Healthy. Ja, sieht schlecht für unseren Mann aus. Das war die 41. Schon wieder kein Bärmann, ne? Jetzt müssen wir mal hier so einen High Power Man finden, ne? Defense. 3-2. 3-4. 4,5, okay. Ich glaube, wir nehmen mal hier einen von den 4,5, da waren 2. Attack 2000. Die Points sind natürlich hier weniger, dann haben wir eben hier schon mal was mit 2 und so, ne? Gucken wir nochmal weiter, hier haben wir auch noch ein paar. Oh, hier 6000 und 4000 Attack. Das wird unser neuer Wehrmann. Kommen wir da direkt an diese Person jetzt eigentlich dran? Ne? Ich glaube ja, ne? Da ist er. Gucken wir doch mal, wie der macht. Wo geht diese Person jetzt hin? Ist erstmal noch ein Radieschen oder sammelt ein oder was? Ja, schauen wir mal, ne? Die türkis leuchtende Lichtgestalt geht gleich in den Keller und haut erstmal das Monster um. Denkst du? Ja, und hat das jetzt hier schön reingelegt, ne? Glaube ich. So, und jetzt ist die neue Reise angesagt. Geht natürlich nach hier oben. Ich gehe davon aus, wird dort oben dann
gucken, wo noch was zum Ausheben ist, ne? Okay. Da. Ja, ich glaube, der Weg ist der richtige. Aber der andere ist schon kaputt, oder was? Ich glaube schon, hier hat jemand anders aufgeräumt. Oder habe ich nur eine falsche Stelle? Ne, ich habe eine falsche Stelle, da ist er noch. Dem geht's gut. So, unsere beste Kampfeinheit, die wir haben, haben wir da gerade hingeschickt. Kämpft allerdings gerade mit irgendeiner anderen Geschichte. Ja, damit wissen wir Bescheid, dass dieses Viech verdammt nochmal gut ist, ne? Gut, dann machen wir keinen Bergmann mehr. Lassen wir dann wohl mal besser sein und hoffen mal auf unsere 7 Helden hier, dass die mal was machen. Wird spannend. Aber naja, müssen wir abwarten. Hier sind es noch 93 Knochen. Okay, das ist noch einiges. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass unser Bärmann da ein bisschen pfiffiger gewesen wäre. 47,80, das dauert jetzt auch noch, bis neue kommen. Hier sind natürlich einige am Rumwusteln, ne? Die holen bestimmt Knochen, ne? Für den Händler, oder? Oder alles Träger. Und hier ist noch ein Geist. Wo diese Person hingeht. Okay, hier unten lang. Da oben lang. Ja, und dann, bevor sie den Knochen hat, dreht sie um und... Ah, da gibt's noch Knochen. Nimmt's aber mit. Ich glaube, das mit dem Händler erfüllt noch irgendwann. 93. Ja, das sind noch einige Tage, die das braucht, bis der seine Knochen hat, wa? Okay. Es ist Nacht draußen, okay, das ist ein Event. Hier ist Wasser. Kommt nicht den Berg hoch. Das ist schief gelaufen, immer noch. Ist das ein Held oder was? Der Bär. Gucken wir uns mal gerade an. Ja. Donald Grindelwald ist ein anderer Freund, der ist auch ein Held. Ja. Gut. Wie ist eigentlich hier oben? Das war fertig, ne, oder? Räume sind alle eingerichtet, oder? Hier hat man schön Tisch und Stuhl und sowas. Ja, sieht aus, als ob das alles fertig geworden ist. In einer früheren Folge. Geht, ne? Also Helden können wir hier unterbringen ohne Ende. Ich will es gar nicht zählen, wie viel es ist. Er macht hier einen auf Easy Fishing. Vielleicht sollte man noch einen zweiten Stuhl da hinstellen, dass ich noch mehr entspannen kann. Das macht's hier, 52, steigt. Das müsste noch ein bisschen mehr steigen, ne? Add remove flute. Oh, das ist draufgekommen. Ich wollte es doch wegmachen. Remove. Das ist komisch, ne? Ach so, geht das okay. Na dann. Also das, was da ist, kann ich nicht wegmachen. Weil da kann ich es nur hinmachen. Aber wenn ich was hingemacht habe, dann kann ich es wegmachen. Wie kann man das denn hier auch machen? Okay, da kann man es wegmachen.
Add remove loot, okay. Also das, was überschwemmt ist sozusagen, kannst du wegmachen. Aber dadurch kommt es nicht da höher, oder doch? Nicht wirklich. Ich jetzt das hier wegmachen könnte, ne? Das wäre cool. Kann man denn da Lava hinmachen? Ich glaube, das machen wir besser weg. Ich habe jetzt gedacht, das zischt ein bisschen, ne? Und dann ist es weg, aber dem war wohl nicht so. Ja, einer der wenigen Versuche, das noch hinzukriegen. Das bedeutet, in so einem Loch kannst du hier dann eigentlich Lava reinmachen. Muss nur aufpassen, dass unten nichts durchtropft oder wie. Also wenn du den da wegkriegst, ne, und dann schaffst, sozusagen da was hinzusetzen, Stein hinzusetzen, dann könntest du vielleicht schaffen, dass das Wasser mehr nach da hinten läuft. Aber sonst glaube ich auch nicht. Es liegt halt daran, dass es hier zu breit ist. Das breitet sich woanders hinaus, nicht nach dahin, wo ich es hinhaben wollte. Den mal weg und den mal auch weg. Und dann bauen wir hier nochmal eine Wand hin, oder? Sollen wir das mal nochmal probieren? Ich glaube, wir probieren das nochmal. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte Stein nehmen. Flugblocker brauchen wir ja. Und das ist einer. So, das wäre da hinzusetzen. Und das wäre dann nach da hinzusetzen. Und dann ist das zu. Dann machen wir hier. Machen wir hier ein Wasserrad hin. Dick machen wir da mal hin. Dann ist das Wasserrad da unten, transportiert das hoch. Machen wir da auch nochmal. Und da auch nochmal. Und dann setzen wir drei Wasserräder hin. Und hier machen wir noch was höher. So, wird schon, ne? Wird schon gebaut alles. Okay. Dann könnte man hier eigentlich loslösen, ne? Weil die braucht man da ja wirklich auch nicht, ne? Dann machen wir hier auch noch einen hin. Und da auch, wenn es geht. So. Kommen schon ganz viele Steine, das ist schon mal gut. Das ist super hier. Vielleicht sollte man einen Deckel drauf machen. Man bringt ja auch nichts, ist ja nur zwei Stufen hoch das Wasser.
Vielleicht muss man ganz viele Wasserräder hintereinander machen. Hm? Kann das sein? Können wir ja machen. Ist ja kein Ding. So, Shift-Taste vielleicht drücken, ne? So, mal gucken. So, da kommen noch mehr Steine. Jetzt mal wieder dahin. Läuft, ne, oder? Ja, gut. Basteln wir den Kanal hier fertig, machen noch ein paar Räder rein und auch unter Wasser machen wir 3 Stück rein und die hintereinander allerdings liegen und dann gucken wir zu, dass wir das Wasser da vielleicht hochgeschaufelt kriegen. Aber puh, ob das geht, ist die nächste Frage, weil wir haben ja jetzt hier dann so einen Weg, der dann da lang geht. Ne? Da müssten wir hier ganz schnell was hinschaffen. Aber warte mal, wir können ja ganz schnell hier handeln, indem wir hier Destroy Flood Elevator. Destroy Flood Elevator. Dann kriegen wir das Wasser hier raus. Ja, das war ja so, genau. Gut. Dann müssen wir da gucken, dass das noch fertig wird. Und dann probieren wir das da auch nochmal aus. Hier müsste es ja jetzt langsam dann gleich trocken werden und dann können wir da auch einen Stein wieder hinsetzen. Gut, den Versuch, den machen wir dann noch. Ja, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Und ja, noch kein Abo, dann macht das mal. Und falls euch die Folge gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.